Ja, super. Dann darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer nunmehr sechsten Sitzung der Ringvorlesungsreihe Inside Bildungsforschung, in der wir ja den Projekten der Förderreihe Bildung, Digitalisierung im Bildungsbereich die Möglichkeit geben, ihre Forschung, Forschungsergebnisse, Forschungsdesigns und so weiter vorzustellen und indem wir natürlich vor allem Dialog anstoßen wollen unter den Förderprojekten, aber auch gleichfalls mit der Bildungsforschung, mit der Bildungspraxis. Jedem steht hier eigentlich die Teilnahme offen. Und ja, ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir jetzt in unserer sechsten Sitzung jetzt ein Thema ein bisschen vertiefen können, was ich das Gefühl hatte, was letztes Mal schon so ein bisschen angeklungen ist. Da ging es nämlich vor allem um Lerngemeinschaften und da kam ganz schnell auch diese Diskussion mit Schulnetzwerken, digitale Schulnetzwerke und da denke ich, haben wir heute das passende Projekt dazu, nämlich digitale Schulentwicklung in Netzwerken, DigiSchulNet von der Universität Duisburg-Essen. Und ich freue mich ganz herzlich, dass Herr Dr. Marco Hasselkus uns dazu ein bisschen was erzählen wird. Er wird das jetzt so in der nächsten halben Stunde tun, nachdem ich meine Einführung hier beendet habe. Wird so ein bisschen erzählen, was vielleicht gerade gemacht wird, wie so geforscht wird, vielleicht auch schon bisherige Ergebnisse. Wollen wir uns mal überraschen lassen. Ja, circa eine halbe Stunde und dann ist es wie immer so, dass Sie eine halbe Stunde Zeit haben, eben Ihre Fragen zu stellen, in den Chat zu schreiben, zu diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass da vielleicht einige Fragen kommen werden. Ich sehe auch schon viele bekannte Gesichter, die ich die letzten Sitzungen hier auch schon gesehen habe. Das ist sehr schön. Und ich stelle auch fest, dass wir wieder sehr bildungsforschungslastig sind. Also viele Akteure aus der Bildungsforschung, aber auch viele direkt aus den Projekten, aus den Förderprojekten. Das freut uns natürlich sehr, weil das ja auch unser Anliegen ist. Und ja, wenn jetzt keine Fragen jetzt schon sind, was ich nicht hoffe, dann würde ich sagen, gebe ich direkt an Herrn Hasselkus und ja, du hast den Floor jetzt. Ja, okay, dann ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, ja, das Projekt heute vorstellen zu können im Rahmen der Online-Vorlesung. Ja, du hast schon gesagt, es handelt sich um das Projekt Digitale Schulentwicklung in Netzwerken, kurz DigiSchulNet, ein Projekt, das eben auch im Rahmen der Förderinitiative des BMBF gefördert wird. Das wird durchgeführt an der Universität Duisburg-Essen, an der Arbeitsgruppe Bildungsforschung, geleitet von Frau Professorin Isabel van Ackeren und am Learning Lab, geleitet von Michael Kerres. Genau, ich darf das Projekt heute stellvertretend auch für meine Kolleginnen vorstellen. Das ist Lisa Gareig am Learning Lab und Manuela Endberg auch in der Arbeitsgruppe Bildungsforschung. Ich selber arbeite auch in der Arbeitsgruppe Bildungsforschung. Ja, und da beschäftigen wir uns eben mit der Fragestellung, wie in Schulnetzwerken ja, Digitalisierung in der Schulentwicklung vorangetrieben werden kann. Und das darf ich Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde ein bisschen vorstellen. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht so sehr auf theoretische Hintergründe unserer Arbeit ein, sondern werde hauptsächlich die Vorgehensweise vorstellen und ja, ein paar erste Ergebnisse auch, die natürlich vorläufiger Art sind, im Augenblick vorstellen. Hier noch mal schauen. Genau. Zunächst einfach mal kurz zum Hintergrund und zu den Zielen unseres Projekts. Wir beschäftigen uns letztlich mit der Frage, wie Leben und Lernen in einer digital vernetzten Welt aussieht und welche Herausforderungen das letztlich für Schulentwicklungsprozesse mit sich bringt und möchten das vor allem eben im ganzheitlichen Sinne eher verstehen. Also möchten uns nicht rein auf die Frage ja, der veränderten Technikentwicklung fokussieren, sondern wirklich ganzheitlich zu betrachten, welche unterschiedlichen Schulentwicklungsdimensionen hier betroffen sind und wie Schulen letztlich auch hier vorgehen, um ja, Digitalisierungsprozesse, digitale Medien aufzugreifen, aber eben auch Folgen von Digitalisierung zu thematisieren. Da sind wir also sehr thematisch sehr breit und offen aufgestellt an der Stelle und möchten vor allem empirisch schauen, wie das Schulen angehen und vor allem, wie sie das eben in Netzwerken tun. Und das machen wir eben, indem wir uns ja, Schulnetzwerke anschauen mit einem digitalen und nicht digitalen Fokus im Vergleich und möchten damit die folgenden Forschungsfragen beantworten. Nämlich einerseits fragen wir uns, was sind förderliche und hemmende Bedingungen von Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung? Gibt es vielleicht Besonderheiten? Ja,
in Anführungszeichen digitaler Schulentwicklung, eben im Vergleich zu Netzwerken, die sich nicht mit digitalem Fokus beschäftigen. Wie profitiert die Schulentwicklung im Kontext von Digitalisierung eben gerade durch Schulnetzwerke, wenn also Schulen in Netzwerken sich zusammenschließen und dieses Thema gemeinsam angehen? Wie verläuft der Transfer vor allem dann auch von Innovationen im Schulnetzwerk in die Einzelschulen hinein und wie verbreiten sich dann ja, solche neuen Entwicklungen auch in der Einzelschule? Das möchten wir eben untersuchen und ja, wie gesagt, wir verfolgen das Ziel, Gelingensbedingungen schulübergreifender Kooperation eben insbesondere bei der digitalen Transformation als Teil von Schulentwicklung aufzuzeigen. Ja, wie ich schon gesagt habe, möchten wir Schulentwicklung eben als ganzheitlichen Prozess betrachten und das ist ja somit verstehen wir letztlich die Integration digitaler Technologien zur Unterstützung des Lehrens und des Lernens als eine Querschnittsaufgabe. Und wir gehen davon aus, dass die eben am besten kollaborativ in Schulnetzwerken beispielsweise angegangen werden kann. Ja, wenn wir uns jetzt Schulnetzwerkarbeit im Prinzip mal vorstellen, wie gesagt, ich kann jetzt nicht so im Detail auf verschiedene theoretische Hintergründe eingehen, möchte aber trotzdem ein bisschen was dazu sagen, ja, welche Chancen oder welche Herausforderungen Schulnetzwerkarbeit überhaupt generell auch mit sich bringen kann. Wir betrachten eben Schulnetzwerke, da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen im Detail darauf ein, wie die eigentlich zusammenarbeiten und wie die genau aussehen. Wir betrachten eben Schulnetzwerke, in denen einerseits Schulen miteinander kooperieren zu den Themen der Digitalisierung, beziehungsweise eben im Vergleich auch zu Themen, die nicht Digitalisierung im Fokus haben. Hier arbeiten eben Schulen zusammen, gleichzeitig aber eben werden diese Schulnetzwerke auch in allen Fällen moderiert oder betreut, in dem Fall jetzt beispielsweise von der Universität oder eben auch von anderen Stellen. Es sind auch Schulträger involviert und so weiter. Es sind also noch weitere Akteure neben den Schulen beteiligt. Ja. Ja, die Idee der Schulnetzwerke ist eben ja nicht ganz neu. Es gibt schon länger verschiedene Projekte auch, die zunehmend das in den Blick nehmen, dass eben Vorteile für Schulentwicklungsprozesse erwachsen können, wenn Schulen zusammenarbeiten und nicht eben alleine diesen Herausforderungen sich nur stellen, weil ja gerade eben auch ja, möglicherweise ähnliche Themen, ähnliche Fragestellungen für alle Schulen eigentlich letztlich auftreten. Und hier ist eben die Idee, durch die wechselseitigen Lernprozesse beispielsweise, die in Schulnetzwerken erwachsen können, hier einfachere Lösungen oder zumindest Unterstützung für die Schulen jeweils anzubieten. Wenn man in die Forschung guckt, dann gibt es eben bestimmte Vorteile davon auch. Eines davon habe ich jetzt gerade schon genannt, wechselseitige Lernprozesse. Es können Ideen, Lösungsoptionen ausgetauscht werden, adaptiert werden natürlich vor allem auch an die eigene Situation dann jeweils in der Schule. Es gibt sowas wie Effizienzsteigerungen. Man kann eben beispielsweise von Good Practice-Beispielen lernen. Kompetenzen bündeln auch von Akteuren, die eben gerade jetzt in dem Fall eben auch im Schulalltag nicht unbedingt immer so direkt miteinander kooperieren können. Jetzt eben in dem Fall beispielsweise Schulträger, Medienberatungen etc., die jetzt hier in dem Netzwerk zusammenarbeiten können. Es können organisationale Lernprozesse beispielsweise eben auch jetzt spezifisch bei der Erstellung eines schulischen Medienkonzepts genutzt werden, um hier eben verschiedene ja, eben wechselseitige Lernprozesse einfach zu unterstützen. Es gibt aber auch ein paar Herausforderungen, die mit Schulnetzwerkarbeit zusammenhängen. Die sieht man auch, wenn man den Forschungsstand anschaut, vor allem darin, dass anfänglich natürlich ein höherer Zeitbedarf bestehen kann, gerade weil man die Vernetzung eben erstmal ja, ins Leben rufen muss und auch mit Leben füllen muss. Später kann sich aber eben durchaus eine Arbeitserleichterung einstellen dadurch. Es kann natürlich insbesondere bei verschiedenen zusammengesetzten Gruppen auch eine hohe Komplexität eben dadurch entstehen. Ja, es stellt sich die Frage, welcher Personenkreis letztlich in dem Netzwerk tatsächlich zusammenarbeitet. Denn in den meisten Fällen wird es ja so sein, dass eine ausgewählte Gruppe, vielleicht sogar nur eine einzelne Lehrkraft einer Schule eben in einem Netzwerk mitarbeiten kann.
Das kann auch Fluktuationsrisiken beispielsweise mit sich bringen, wenn über den längeren Zeitraum, wenn man zusammenarbeitet, eben ja, unterschiedliche Personen in unterschiedlicher Art und Weise, in unterschiedlichen Konstellationen dann immer wieder zusammenkommen. Und vor allem stellt sich natürlich das sogenannte Transferproblem. Es ist nämlich die Frage, dass, ja, dass das, was im Netzwerk entwickelt wird und was der Personenkreis im Netzwerk vermutlich auch untereinander gut austauscht, wie das eigentlich sichergestellt werden kann, dass das auch in die Einzelschule gelangt. Es bleibt, besteht hier eben das Risiko, dass dieses Wissen oder die Innovationen, die vielleicht im Netzwerk entwickelt werden, dann auch auf den Kreis der Netzwerkteilnehmer beschränkt bleiben. Und ja, das ist sozusagen natürlich eines der Risiken, die man hier mit Netzwerken verbindet. Und das wollen wir uns eben auch ganz gezielt anschauen. Marco, jetzt ist er gerade weg. Oha. So, da klicke ich mich mal ganz kurz ein. Alle Haselkurs, oh, da ist er wieder. Marco, hörst du uns wieder? Ah, jetzt. Jetzt warst du ganz kurz weg, jetzt höre ich dich wieder. Ja, okay. Technischer Aussetzer, okay, aber bist wieder da. Okay. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wann die Verbindung abgebrochen ist. So, also vor 10 Sekunden, 20 Sekunden, also Okay. nicht lange. Okay. Gut. Dann mache ich jetzt direkt mal weiter hier an der Stelle. Ich sehe gerade, irgendwie sieht die Präsentation hier etwas anders aus, als ich die eigentlich zusammengebaut hatte. Das liegt irgendwie anscheinend an einer, an einem Formatänderung. Gibt es die Möglichkeit, dass ich auch meinen Bildschirm freigebe hier irgendwie? Ja klar, kannst du auch gerne machen. Ich kann das viel Weil das sieht irgendwie gerade anders aus hier. Versuche ich das mal. wenn du jetzt Ich stelle jetzt einfach mal die deinen Bildschirm Folie. freigibst, genau. So, ich versuche das mal. Sieht man was? Ja, dauert noch einen Moment, glaube ich. Lädt gerade bei mir auf der Seite. Jetzt, ja. Jetzt sieht man Ah ja, es. okay. Ja, dann machen wir es vielleicht so rum, damit wir hier jetzt nicht öfter noch irgendwie ein Formatproblem haben. Okay. Gut, ja, ich war gerade an der Stelle, das Projekt DigiSchulNet eben nochmal näher vorzustellen, denn wir machen das Ganze in zwei Teilprojekten. Und zwar schaut sich das erste Teilprojekt im Prinzip rückblickend an, wie Schulentwicklungsprozesse im Kontext der Digitalisierung aussehen. Gehe ich gleich auch nochmal im Detail drauf ein. Das wird mit einer Inhaltsanalyse gemacht und mit Interviews letztlich, also in einem qualitativen Zugang. Und in einem zweiten Teilprojekt schauen wir uns letztlich die Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen der aktuell laufenden Netzwerke in einem längsschnittlichen Vorgehen an. Das machen wir mit einer sogenannten egozentrierten Netzwerkanalyse. Wie gesagt, gehe ich gleich auch nochmal im Detail darauf ein, wie das methodisch eigentlich jeweils aussieht. So, jetzt muss ich nur noch hier weiterkommen. So. Sehr gut, okay. Ja, jetzt wollte ich, habe ich angekündigt, ich wollte noch ein bisschen was sagen zu dem, zu der Frage, wie in den Schulnetzwerken die Zusammenarbeit eigentlich aussieht. Wie gesagt, die Schulnetzwerke, die wir uns anschauen, mit dem Fokus Digitalisierung, die arbeiten im Prinzip so zusammen, dass Schulen als freiwillige Teilnehmende hier beteiligt sind, Moderation, wie gesagt, an der Universität, in dem Fall jetzt das Learning Lab, moderiert diese Schulnetzwerke. Es sind Schulträger, beispielsweise jetzt eben insbesondere für Ausstattungsfragen im Kontext der Digitalisierung beteiligt. Es gibt Fortbildungsakteure und gegebenenfalls auch weitere Akteure, beispielsweise die Schulmedienzentren, die hier beteiligt sind, um in diesen regional organisierten Schulnetzwerken den Austausch hier ja, miteinander in Austausch treten zu können. Es gibt auch so ein Konzept dazu, wie das aufgebaut ist. Also es gibt im Prinzip so einen ja, etwas idealtypischen Ablauf, wie die ja, Zusammenarbeit letztlich organisiert ist. Eben
in einer Zukunftswerkstatt die Frage, wie das letztlich, was man eigentlich im Netzwerk angehen möchte. Gemeinsam wird das entwickelt. Dann gibt es unterschiedliche Gremien, die sich treffen. Und im Zentrum stehen im Prinzip, was man in der Mitte sieht, die Netzwerktreffen, wo dann wirklich die Lehrkräfte aus den beteiligten Schulen in möglichst großer Zahl auch teilnehmen und sich gegenseitig beispielsweise ja, vorstellen, was sie eigentlich schon im Themenbereich Digitalisierung an ihrer eigenen Schule umsetzen und in dem eben dann auch weitere Themen für das Netzwerk entwickelt werden. Dann gehe ich gleich auch mal auf Teilprojekt 1 ein. Wie gesagt, das ist die rückblickende Studie, die mittels Dokumentenanalysen und mittels qualitativer Interviews letztlich ja, Herausforderungen und Gelingensbedingungen von Schulentwicklungsprozessen im Kontext der Digitalisierung herausarbeiten möchte. Wurden drei Schulnetzwerke oder werden natürlich immer noch mit Fokus auf Digitalisierung und im Vergleich ein Schulnetzwerk analysiert, das sich mit Schulen in herausfordernden Lagen beschäftigt. Methodisch, wie gesagt, mittels einer Dokumentenanalyse. Interviews wurden durchgeführt unter Einsatz der sogenannten Struktur-Legetechnik. Und es wurden eben eine qualitative Inhaltsanalyse dann der Ergebnisse dieser oder vielmehr der Daten aus diesen beiden Prozessen analysiert. Ich sage es jetzt gleich mal vorweg, das erste Teilprojekt wird vor allem im Learning Lab bearbeitet. Es kann also daher sein, dass ich jetzt ganz detaillierte Nachfragen dazu nicht beantworten kann, aber ja, versuche natürlich trotzdem, Ihnen da eventuelle Fragen zu beantworten. Hier sehen wir die Vorgehensweise im Teilprojekt 1 nochmal ein bisschen im Detail. Dokumentenanalysen wurden, wie gesagt, durchgeführt. Das sind schulinterne Dokumente vor allem gewesen. Schulprogramme, Medienkonzepte, Fortbildungskonzepte und ähnliche Dokumente wurden da analysiert. Vor allem, um sogenannte Schlüsselpersonen zu identifizieren, im Schulentwicklungsprozess eben. Dann wurden, wie gesagt, zum ersten Messzeitpunkt jetzt bereits retrospektive Interviews durchgeführt. Wir sehen hier auch nochmal diese vier Bereiche der Schulentwicklung, die eben angeschaut werden, unter Einsatz dieser Struktur-Legetechnik, wo im Prinzip ja, mit den Interviewpersonen zugleich ja, letztlich der Prozess, der in der Schule stattgefunden hat, auch mittels solcher Karten visualisiert wird, direkt im Interviewprozess, um das ein bisschen zu unterstützen und sozusagen den Erinnerungsprozess da auch zu unterstützen. Mithilfe Max QDA wurde das dann eben analysiert und erste Ergebnisse liegen dazu auch vor, die ich jetzt gleich ein bisschen vorstellen kann. Es soll dann noch einen zweiten Messzeitpunkt geben, in dem nochmal sozusagen eventuelle Entwicklungen in der Zwischenzeit abgefragt werden. Dann gibt es auch nochmal einen Vergleich der beiden Messzeitpunkte und dann werden letztlich die Ergebnisse auch mit dem, was wir im Rahmen der Netzwerkanalyse im zweiten Teilprojekt erarbeiten, dann auch trianguliert. Ja, ich stelle einige ausgewählte Zwischenergebnisse vor. Wie gesagt, es wurden Schlüsselpersonen aus der Dokumentenanalyse identifiziert. Die sehen wir hier. Also diese Personen, Gruppen oder Funktionen, Rollen in der Schule scheinen eine besonders große, wichtige Rolle gespielt zu haben dabei. Hier haben wir auch jetzt aufgegriffen für unsere jetzt längsschnittlich laufenden Netzwerkanalysen. Es wird also abgefragt, ob Personen ja, letztlich eine dieser Funktionen hier erfüllen. Es wurden einige erste Ergebnisse dazu erarbeitet, ob es Besonderheiten eben im Schulentwicklungsprozess beim Thema Digitalisierung gibt. Hier hat sich beispielsweise gezeigt, dass natürlich ein gewisser Fokus auf die Technik gelegt wird und auf deren Finanzierung. Das ist natürlich immer wieder eine Fragestellung. Und dass hier auch vieles Neues ist und ja, eine gewisse offene Haltung der Lehrkräfte erfordert, die auch Unsicherheiten aushalten müssen und letztlich neues Wissen und neue Kompetenzen hier natürlich auch ganz vor allem brauchen. Es gibt aber auch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den beiden hier untersuchten Schulentwicklungsprozessen. Beispielsweise, dass eben ja, es immer auch Strukturen bedarf. Also dass sozusagen für die erfolgreiche Weiterentwicklung immer gut ist, Gremien und Arbeitsgruppen zu gründen, auszuweiten, beispielsweise eben Steuergruppen für Schulentwicklungsprozesse in dem Kontext oder Arbeitsgruppen, die sich spezifisch mit dem Thema digitale Medien beispielsweise beschäftigen. Ja, nochmal ausgewählte förderliche oder hemmende Faktoren, die wir auch herausbilden konnten. Beispiele greife ich jetzt hier einfach mal heraus. Unterstützung der Schulleitung ist natürlich wichtig. Es sollten
arbeitszeitig auch Medienkonzepte zum Beispiel erstellt werden. Und hemmend hat sich eher herausgestellt, wenn natürlich einzelne Lehrkräfte eher sozusagen als Einzelkämpfer unterwegs sind und es damit auch zu einer Fragmentierung letztlich von einzelnen Projekten irgendwie verschiedener Lehrkräfte kommen kann. Ja, es wurde auch nochmal spezifisch erfragt, inwieweit die Interviewpartnerinnen und Partner Vorteile durch die Schulnetzwerke gesehen haben. Hier wurde zum Beispiel genannt, dass sich Fachwissen angeeignet werden konnte. Es wurde als unterstützend empfunden, dass regelmäßige Treffen beispielsweise stattgefunden haben, dass auch Vertrauen aufgebaut wurde. Ja, und letztlich sozusagen hier auch kooperativ daran gearbeitet werden konnte. Was ja auch mit der Frage Einzelkämpfertum eben ganz gut korreliert und insofern ja, uns auch bestärkt, dass wir den Fokus eben auf Kooperation, Lehrkräftekooperation auch im Projekt gelegt haben, sowohl schulintern als auch schulübergreifend letztlich. Damit können wir auch eigentlich schon direkt zum zweiten Teilprojekt übergehen. Wie gesagt, machen wir hier eine längsschnittliche, egozentrierte Netzwerkanalyse von Lehrkräften. Und zwar untersuchen wir die professionellen Netzwerke dieser Lehrkräfte, die teilnehmen eben an unserer Befragung. Ja, wir wollen die Akteurskonstellationen in diesen Transferprozessen untersuchen. Und wir machen das vom theoretischen Hintergrund her eben mit dem Modell der Kooperationsformen von Gresel und anderen und setzen diese mit den verschiedenen Dimensionen von Schulentwicklung in Bezug und setzen das eben netzwerkanalytisch um. Machen das hier auch in drei Netzwerken, die aktuell zusammenarbeiten mit dem Fokus auf Digitalisierung und im Vergleich mit einem Netzwerk, was sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Genau. Wie gesagt, es wird eine egozentrierte Netzwerkanalyse durchgeführt. Wir nutzen dazu eine bestimmte Software, die ich auch gleich nochmal vorstellen darf. Zunächst aber gehe ich mal ganz kurz nur darauf ein, wie das Untersuchungsdesign ausfällt in dieser Netzwerkanalyse. Der Fragebogen orientiert sich eben an den drei Kooperationsformen. Das ist vielleicht bekannt. Das ist der Austausch, Arbeitsteilung und Kokonstruktion. Diese drei Formen der Kooperation, eben nach Gresel und anderen, die sich ja durch eine zunehmende Komplexität auszeichnen, sozusagen so ein bisschen gestuft von unten nach oben aufgebaut, wobei man davon ausgeht, dass Kokonstruktion eben so die höchste Komplexität letztlich oder die höchste Anforderung auch an Kooperations, ja, Aktivitäten innerschulisch, aber eben auch zwischen Schulen darstellen kann. Und hier werden letzten Endes sogenannte Namensgeneratoren und Namensinterpretatoren, das ist ein methodisches Vorgehen der Netzwerkanalyse, werden eingesetzt, damit ja, die Befragungsteilnehmer jeweils sagen können, ob mit welchen Personen sie entlang dieser drei Kooperationsformen innerhalb der letzten 3 Monate, wir wiederholen die Befragung alle 3 Monate, zusammengearbeitet haben. Wie gesagt, wir nutzen aufgrund der doch etwas komplexen Erhebungsform dazu eine grafische Unterstützung. Das ist eine Software namens Gensi, die für egozentrierte Netzwerkanalysen entwickelt wurde und als Open Source Software verfügbar war. Die haben wir angepasst innerhalb der Arbeitsgruppe, um ja, letztlich unsere Fragen dort abbilden zu können und auch die Fragebogenstruktur anzupassen. Ja, genau, das ist jetzt also die Online-Erhebung, die wir alle 3 Monate durchführen. Sie sehen das hier als Beispiel. Man gibt hier im Prinzip Kürzel ein für die Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartner und erhält dann auch gleichzeitig so eine kleine Visualisierung seines eigenen professionellen Netzwerks hier. Als ein Ergebnis werden wir dieses auch wieder veröffentlichen, sodass es also vielleicht für andere Vorhaben wieder genutzt werden könnte. Die Stichprobe, wie gesagt, wir haben 3 Schulnetzwerke mit dem Fokus auf Digitalisierung und eins mit dem Fokus auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie Sie sehen hier unten, also wir haben letztlich freiwillige Personen eingeladen, die an der Befragung teilnehmen können. Das Ziel war mindestens 4 Schulen, nein, Entschuldigung, 5 Schulen in je Netzwerk einzuladen und an jeder Schule mindestens eine Lehrkraft zu gewinnen, die eben regelmäßig den Fragebogen ausfüllt. Sie sehen, dass es an manchen Schulen auch mehr Lehrkräfte sind. Hier unten
Sie sehen die Schulformen, die hier teilnehmen. Wir haben ein Netzwerk, wo ausschließlich Berufskollegs aktiv sind. In den anderen Netzwerken sind es gemischte Schulformen. Ja, ich gehe jetzt heute bei den Zwischenergebnissen nur auf die Netzwerke im Kontext der Bildung in der digitalen Welt ein. Einfach aus Zeitgründen möchte ich jetzt mich damit drauf mal beschränken. Ja, Sie sehen also, dass wir hier mindestens 20 Lehrpersonen erreichen möchten mit der Befragung. Das wird eben alle 3 Monate wiederholt und somit erreichen wir bis zum Ende des Projekts, was Ende nächsten Jahres ist, 9 Messzeitpunkte. Ja, dann gehe ich noch kurz auf einzelne Zwischenergebnisse auch hier aus dem Teilprojekt ein. Wir erstellen erstmal sogenannte Netzwerkkarten. Das ist also eine Visualisierungsform, dass man hier jetzt mal beispielhaft für die Dimension, also für die Kooperationsform Austausch sieht zum ersten Messzeitpunkt. Das ist jetzt einfach nur mal beispielhaft für Sie dargestellt, damit Sie sehen, dass man damit so machen kann. Das sind also jeweils im Zentrum sehen Sie jetzt hier jeweils die befragte Lehrperson. Das ist also das Ego in der Befragung und drumherum sehen Sie die genannten Kooperationspartner. Wir haben natürlich dann auch über die Kooperationspartner bestimmte Informationen abgefragt, beispielsweise erstens mal, ja, welche Organisation denn diese angehören. Das ist jetzt hier farblich dargestellt, wobei das hellblau eben für die eigene Schule in dem Fall steht. Also das sind ausschließlich Kooperationspartner an der eigenen Schule. Die anderen Farben stehen jetzt hier für andere Organisationsformen und ja, diese Art von Box hier zeigt beispielsweise Personen an, die in einer Arbeitsgruppe für digitale Medien oder Medienkonzept oder ähnliches mitarbeiten. Ja, und da sehen Sie eben, dass es schon ein paar sozusagen Austausche innerhalb dieser Arbeitsgruppen gibt, aber eben auch darüber hinaus Austausch durchaus stattfindet. Ja, das erstellen wir jetzt natürlich für jeden Messzeitpunkt und für jede Kooperationsform können wir solche Bilder erstellen und damit natürlich auch letztlich dann ja, deutlich im Sinne einer quantitativen Netzwerkanalyse auch einige, ja, einige Tests durchführen, einige Verfahren, Analyseverfahren drüber laufen lassen, um ja, hier letztlich hinsichtlich der Netzwerkstrukturen Ergebnisse zu erhalten. Das ist jetzt natürlich im Augenblick noch nicht abschließend möglich. Wir haben jetzt bisher 3 Erhebungszeitpunkte gehabt und insofern kann ich Ihnen jetzt hier dazu noch keine weiteren Ergebnisse zeigen. Was ich aber schon mal machen kann, sind so ein paar deskriptive Ergebnisse, die ich jetzt einfach mal auf Basis dieser 3 Erhebungszeitpunkte erstellt habe. Die kann ich Ihnen schon mal zeigen. Sie sehen jetzt hier erstmal die Frage, ja, was ist eigentlich, wie sehen denn die Netzwerke innerhalb dieser 3 Kooperationsformen aus? Wobei jetzt die erste Kooperationsform, nämlich der Austausch, jeweils nochmal unterteilt ist in darin, ob ich selber Informationen erhalten habe oder ob ich Informationen weitergegeben habe. Ja, wir haben jetzt erstmal hier einfach mal rein deskriptiv geschaut, wie groß sind denn diese Netzwerke. Es können immer maximal 5 Personen genannt werden für jede Kooperationsform. Und wir sehen hier bei der Netzwerkgröße, bei der durchschnittlichen Netzwerkgröße, dass die tendenziell abnimmt, je komplexer die Kooperationsform ist. Und auch wenn man hier unten auf die Diagramme schaut, dann sieht man, dass also bei der Co-Konstruktion beispielsweise deutlich mehr Personen keine Kooperationspartner angegeben haben oder nur wenige, während beispielsweise beim Austausch Weitergabe oder beim Austausch Erhalt von Informationen nur sehr wenige Personen gar keine Kooperationspartner genannt haben. Ja, das ist letztlich nicht überraschend, denn eigentlich haben bisher viele Studien, die diese Kooperationsform untersucht haben, schon gefunden, dass sich ja, diese komplexeren, intensiveren Kooperationsformen meistens deutlich weniger finden als die einfacheren Kooperationsformen zwischen Lehrkräften. Insofern kann man also hier das ja letztlich auch mit unserem Instrument sehen, dass das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, was wir eben durch die 3 Erhebungszeitpunkte bisher sehen, sich durchaus bestätigt. Hier habe ich Ihnen jetzt nochmal aufgeschlüsselt, wie die Netzwerke zusammengesetzt sind beispielsweise. Wir sehen ganz überwiegend eigentlich in allen Kooperationsformen, ja, dass doch die eigene Schule, also dass im Augenblick Kooperationspartner vor allem an der eigenen Schule angegeben werden hier in der Befragung.
Und ja, das ist aber vor allem auch bei Austausch, bei erhaltenen Informationen ein bisschen zumindest auch einige weitere Organisationen sind, die eben im Netzwerk vertreten sind. Ja, das ist hier nochmal aufgeschlüsselt durch die farbliche Codierung. Das wollte ich Ihnen im Prinzip einmal nur kurz zeigen, dass wir im Augenblick zumindest sehen, dass sich noch relativ viel auf der Ebene der eigenen Schule abspielt. Und ja, vielleicht in Richtung des dritten Erhebungszeitpunkts schon ein bisschen mehr auch, zumindest in einigen Kooperationsformen, mehr mischt, also auch weitere Organisationen jetzt hinzugekommen sind, insbesondere hier auch bei der Co-Konstruktion, werden hier mehr Kontaktpersonen auch von außerhalb der eigenen Schule angegeben inzwischen. Ja, was wir auch gemacht haben, ist natürlich, wir haben abgefragt, oder beziehungsweise die teilnehmenden Lehrkräfte gebeten, ungefähr einzuschätzen, welcher Schulentwicklungsdimension das zuzuordnen ist, wenn sie mit jemandem zusammengearbeitet haben. Hier sehen Sie das im Prinzip aufgeschlüsselt, nach den drei Erhebungszeitpunkten auch, welche Themenbereiche letztlich da so im Vordergrund stehen. Da sehen wir doch eine relative Häufung bei der Technikentwicklung und bei der Unterrichtsentwicklung. Das ist hier das hellblaue und das gelbe Feld, was Sie sehen. Ja, da sieht man doch eine Häufung. Dann bei den komplexeren Kooperationsformen, beispielsweise bei Co-Konstruktion, wird aber häufiger auch die Gesamtstrategie, dieses graue Feld hier oben genannt. Also damit ist beispielsweise ein Medienkonzepterstellung genannt. Ja, das sehen Sie hier also nochmal als eine der wichtigeren Formen auch oder der Themen vielmehr der Zusammenarbeit. Beim zweiten Erhebungszeitpunkt sehen Sie hier, wir hatten leider einige Missings in der Erhebung, das ist dieser weiße Balken hier. Ja, das ist dann im dritten Erhebungszeitpunkt nicht mehr der Fall gewesen. Da hoffen wir natürlich jetzt, dass wir dann auch in den kommenden Erhebungszeitpunkten immer vollständige Datensätze da haben. Ja, dann kann ich auch schon zum Ausblick kommen. Mit den folgenden Erhebungswellen jetzt im zweiten Teilprojekt wird es dann möglich, eben natürlich vor allem auch den Zeitverlauf nochmal detaillierter zu betrachten. Im Längsschnitt eben zu schauen, wie entwickeln sich denn diese Kooperationsnetzwerke im Netzwerk und in die Einzelschule hinein auch vor allem. Kommt es zu Fluktuationen häufiger oder entwickeln sich bestimmte feste Muster von Kooperationsbeziehungen? Festigt sich das im Sinne von, finden sich einzelne Gruppen oder mischt sich das stärker in Zukunft? Und wir hoffen damit natürlich auch typische Akteurskonstellationen herauszufinden, beispielsweise, was ich Ihnen jetzt nicht gezeigt habe im Detail, auch ja, welche Bezeichnungen da jetzt eingebunden werden, wird beispielsweise häufig die Schulleitung eingebunden, werden häufig Medienbeauftragte, Fortbildungsbeauftragte oder ähnliche Personen an den Schulen eingebunden oder nicht. Und was hat das letztlich auch für Auswirkungen dann auf die Transferprozesse in den Schulnetzwerken? Deswegen hier, das, ja, gibt es bestimmte günstige Akteurskonstellationen, das so als eine Frage noch formuliert für unseren Ausblick. Ja, dann darf ich Ihnen erstmal herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, super, Marco. Dann blende ich mich jetzt mal wieder ein. Erstmal ganz vielen Dank für die Präsentation, zahlreichen Folien und Erläuterungen. Genau, ich glaube, du kannst, ja, super, genau. Okay. Ja, perfekt, genau, war sehr interessant. Schön, dass du auch beide Projekte ja vorgestellt hast, obwohl du gesagt hast, dass du dich jetzt in dem ersten, also diese Befragung sozusagen, Befragen-Dokumentenanalyse, es ist ja sehr interessant, wie ihr dann so an beiden Enden da eure Forschung macht und das dann nachher dann hoffentlich wieder alles zusammenführt und zusammenbekommt. Ja, ich warte mal, ob es jetzt schon die ersten Fragen vielleicht gibt oder Anmerkungen oder ja, sonstige Kommentare dann immer gerne in den Chat gleich reinschreiben. Aber ich denke, wenn das erstmal nicht der Fall ist, oder das können wir auch ein bisschen abwarten, werde ich mal beobachten. Hätte ich ja schon mal so eine erste Frage, das ist jetzt aber eigentlich mehr eine Verständnisfrage. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, digitale und nicht digitale Schulnetzwerke. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, was heißt denn das jetzt? Weil, also das hat sich so angehört wie so eine klare Trennung.
etwas ist digital und das andere ist halt nicht digital. Und was heißt das eigentlich? Und da wollte ich fragen, ob du da vielleicht noch einfach nochmal so zum Verständnis so ein paar Sätze zu sagen könntest. Ja, klar. Ja, das ist natürlich jetzt eine harte Trennung, die jetzt vielleicht auch in der Realität gar nicht so durchhaltbar ist. Wir schauen, das ist eben vor allem jetzt die Frage, ob wir bestimmte Besonderheiten eben in Schulentwicklungsprozessen sehen können, wenn wir die Schulnetzwerke vergleichen, die eben ganz klar einen Fokus auf Frage Digitalisierung legen. Ja, also diese Schulnetzwerke, die eben hauptsächlich sich das eben auch als Arbeitsschwerpunkt gegeben haben, und eben andere Schulnetzwerke im Vergleich, die wir haben, beispielsweise jetzt eben Schulen in herausfordernden Lagen, die inhaltlich zu ganz unterschiedlichen Themen letztlich zusammenarbeiten, oder eben das andere Schulnetzwerk zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung vergleichen möchten letztlich einfach, und da bestimmte, ja, uns da einfach fragen, gibt es Besonderheiten in den Schulentwicklungsprozessen oder auch in der Form der Zusammenarbeit in den Schulnetzwerken letztlich. Das kann natürlich trotzdem heißen, dass jetzt ein Netzwerk, das beispielsweise zu BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, zusammenarbeitet, auch Fragen von Digitalisierung behandelt letztlich. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Okay. Also es ist mehr so eine Eigenzuschreibung dann des Netzwerks. Ja, also es handelt sich sozusagen um den Arbeitsschwerpunkt, dass sich das Netzwerk jeweils gegeben hat. Okay. Ja, genau. Schon mal für die Klarstellung. Das zweite wäre, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Wir hatten ja letzte Woche, als ja die von der LMU München präsentiert hatten, da kam so ein bisschen die Frage nach der Rolle der Wissenschaft auf. Also da ging es darum, dass sie ja sich eigentlich auch so ein bisschen als, wenn ich das richtig wiedergebe, als so ein bisschen als auch Vermittler verstanden haben und die schwierige Rolle, die man eigentlich dann in so einer Lerngemeinschaft, hieß es letzte Woche, hat. Wie ist denn das in euren Schulnetzwerken? Wie ist da die Rolle der Wissenschaft? Also macht ihr wirklich aktiv da auch mit und beratet oder seid ihr eigentlich nur so Beobachtende, die Daten erheben? Ja, das muss man etwas trennen, glaube ich, an der Stelle. Im Rahmen dieses Projektes jetzt, DigiSchulNet, sind wir tatsächlich eher in der Rolle der Beobachter. Also da ist die Wissenschaft jetzt tatsächlich die beobachtende Instanz quasi, die ja, hinschaut, wie die Netzwerkzusammenarbeit letztlich aussieht, auch nochmal bestimmte Fragen natürlich aufwerfen kann. Das ist aber nicht ganz zu trennen, weil natürlich ja, sozusagen ja hier auch eine moderierende Funktion in den Netzwerken, die sich eben mit dem Fokus Digitalisierung beschäftigen, hier auch am Learning Lab vorliegt. Also insofern, das ist zwar nicht die gleiche Person, die jetzt die moderierende Funktion hier hat, aber es ist natürlich sozusagen schon eine Vermischung da an der Stelle auch vorzufinden. Und also weniger eine Vermischung, aber eben es gibt eben auch die Rolle der Gestaltung oder der Moderation der Schulnetzwerke hier an der Stelle. Und natürlich versuchen wir dann auch auf Basis von Erkenntnissen, die wir jetzt gewinnen hier, die dann auch wieder in die Netzwerkarbeit zurückzuspielen und letztlich natürlich den Schulen auch ein Reflexionsangebot hier nochmals zur Verfügung zu stellen. Nicht nur den Schulen jetzt natürlich im Netzwerk, generell natürlich auch, aber schon auch spezifisch den Schulen im Netzwerk das wieder zurückzuspiegeln. Beispielsweise wird es tatsächlich so sein, dass auch die Ergebnisse aus dem ersten Teilprojekt spezifisch dann ja, in dem zweiten Messzeitpunkt auch nochmal aufgegriffen werden in den Interviews. Okay, ja, danke. Interessant. Also dann doch wiederum recht nah an der Praxis oder zumindest auch in die Praxis wieder zurück soll das Ganze gehen. Ja, dann habe ich eine Frage von Vikata Kurok. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist eine Zusammenführung der quantitativen und qualitativen Daten geplant? Wenn ja, gibt es schon Ideen dazu? Ja, genau, ja, das ist das, was ich angesprochen hatte, die Triangulation letztlich der beiden Teilprojekte, die da angedacht ist. Das wird eher zum Ende des Projektes akut werden, aber natürlich haben wir da schon bereits vorgeplant und natürlich auch sozusagen bei der Konzeption auch der Netzwerkanalyse im zweiten Teilprojekt da schon ein bisschen was mitgedacht. Das ist eben zum einen, dass wir die Schlüsselpersonen, die im ersten Teilprojekt identifiziert wurden, eben ja auch aufgegriffen haben jetzt mit der Netzwerkanalyse und da eben dann auch schauen können, ja, zeigen sich letztlich in der Netzwerkanalyse auch diese selben Schlüsselpersonen möglicherweise ganz zentral in den Netzwerken wieder. Ja, das ist eine Richtung, die wir da aufgreifen können. Ja, letztlich kann man aber auch sozusagen natürlich bestimmte
ja, Gelingensbedingungen in Anführungszeichen vielleicht ableiten aus den bestimmten Akteurskonstellationen, aus bestimmten Netzwerkmustern, die sich vielleicht im zweiten Teilprojekt zeigen, die dann vielleicht auch sich spiegeln mit dem, was im ersten Teilprojekt eben gefunden wurde. Na, also schon, ich denke jetzt zum Beispiel an das Ergebnis, Einzelkämpfertum ist da immer eher hemmend. Das zeigt sich ja dann wahrscheinlich sehr schön in den Netzwerken, ob hier sozusagen eher große Bandbreite an Kooperationspartnern genannt werden oder eher eine kleinere Anzahl. Ja, okay, danke. Dann habe ich hier jetzt noch eine längere und spezifische Frage, aber ich finde die wirklich ganz interessant. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ann-Kathrin Wattoller fragt, Schulentwicklung wurde in den vier Dimensionen Organisation, Personal, Unterrichts- und Technikentwicklung unterschieden. Im Modell der pädagogischen Schulentwicklung von Rolf gibt es nur die drei Dimensionen. Diese Dimension Technikentwicklung ist für mich daher neu. Aufgrund der Digitalisierungs- oder des Digitalisierungsfokus hinzugefügt. Genau, das ist tatsächlich so, diese Dimension ist mit hinzugekommen aufgrund des Digitalisierungsfokus letztlich, wie es auch in anderen Untersuchungen schon gemacht wurde, tatsächlich. Okay, ja. Also wir haben das sozusagen mit aufgegriffen, natürlich einfach, weil das zeigt sich natürlich ganz schnell, ohne die Technikentwicklung, es ist auf keinen Fall auf die Technikentwicklung zu reduzieren, aber ohne die Technikentwicklung geht es natürlich auch nicht an der Stelle. Also man kommt ja relativ schnell dann an die Frage, wenn beispielsweise Unterrichtsentwicklung mit digitalen Medien geplant ist, kommt man natürlich sehr schnell an die Frage, ja, wenn es an der Ausstattung mangelt, an WLAN, an Tablets oder ähnlichem, dann ist man natürlich sofort in der Technikentwicklung. Und insofern, ja, haben wir gedacht, dass wir das auf jeden Fall mit aufgreifen müssen. Okay. Ja, ist jetzt aber keine Digitalisierungsentwicklung oder so. Man hätte ja sagen können, ja gut, Technik, man brauchte ja früher eigentlich auch Technik. Ne? Ich meine, da brauchtest du halt einen, Das ist richtig. ja, was weiß ich, ja, ist das schön, Projektor oder so. Das ist ja auch schon Technik. Ne? Aber jetzt ist es irgendwie nochmal dann eine andere Konzeption von Technik, die du da brauchst. Oder ich jetzt nochmal so nachhaken darf. Das ist natürlich richtig. Jede Art von Technik war natürlich immer schon irgendwie betroffen, auch in einer ganz analogen Form vielleicht. Oder es ist sozusagen ja eigentlich jetzt erstmal nur ein Wechsel. Aber um jetzt sozusagen spezifisch die Schulentwicklungsprozesse nachzuzeichnen, denke ich, ist es schon ja etwas komplexer jetzt an der Stelle, wenn man sozusagen auch ganz andere Fragen mitdenken muss, sozusagen jetzt an der Stelle. Wie kann denn, ja, also ne, das ist ja einfach relativ schnell dann so komplex, dass das in Fragen geht der Ausstattung, wer ist eigentlich berechtigt, jetzt WLAN zu installieren oder einen Beamer aufzuhängen oder ähnliches. Und es gibt, ne, da ist sozusagen die Frage relativ schnell an der Stelle immer gestellt. Und das ist natürlich auch empirisch so, dass natürlich auch für viele Lehrkräfte das ein Thema ist. Insofern wollten wir das auf jeden Fall mit abfragen. Ja, Frau Wattoller hat auch gerade mal, wie grinig ich jetzt hier ein bisschen auch nochmal nachgehakt, hat auch gefragt, ist das Thema Infrastruktur, ist doch schon in der Organisationsentwicklung drin und führt das nicht zu so einem sehr starken Technikfokus oder Technikzentrierung? Was mir dazu nochmal. Ja, also das ist natürlich so, dass es unterschiedliche Schulentwicklungsmodelle gibt und die natürlich tatsächlich auch in unterschiedlichen Fragen schon ja, unterschiedliche Themen auch mit aufgreifen. Man könnte das auch mit unter Organisationsentwicklung fassen. Wir möchten aber natürlich nicht hier irgendwie einen Technikzentrismus quasi ja irgendwie damit herbeiführen oder irgendwie den Fokus auf Technikentwicklung legen, sondern es ist schon natürlich einfach die Idee, dass wir, also es wird ja auch offen abgefragt einfach, also ne, wir fragen ja letztlich einfach im Fragebogen, geben Sie bitte an, mit welchen Personen haben Sie denn in den letzten 3 Monaten, von wem haben Sie denn Informationen zum Thema Schulentwicklung, Kontext Digitalisierung erhalten, dann werden diese Personen genannt und dann wird eben abgefragt, ja, ordnen Sie mal zu, ungefähr, welchen Bereich Sie diese Informationen, die Sie erhalten haben, denn zuordnen würden. Also das ist also, na, da werden alle Optionen dann gegeben und insofern werden wir einfach empirisch schauen, dann was quasi, ja, welche Dimensionen die Lehrkräfte hier im Vordergrund sehen. Wir werden uns aber natürlich nicht auf die Technik allein konzentrieren. Also wenn ich das irgendwie so rübergebracht habe, das sollte nicht so verstanden sein. Wir wollen natürlich
deutlich, also wir wollen natürlich eben insgesamt den Schulentwicklungsprozess nachzeichnen und auch ja, den sozusagen in allen Facetten eben überprüfen und nicht, gerade nicht sozusagen rein auf die Technik hier runterbrechen. Ja, okay, vielen Dank. Genau, jetzt haben wir ja auch genug nachgefragt. Ich hätte nämlich jetzt noch mal eine, ich würde jetzt mal einen Schwenk machen, mal eine ganz andere Frage oder etwas ganz anderes, aber geht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar so das Thema Datenerhebung, weil du ja gesagt hast, ja, ihr habt das jetzt schon gemacht, gerade im ersten Projekt. Die Datenerhebung wollt ihr das natürlich noch mal wiederholen. Und ihr macht jetzt oder du machst jetzt in deinem Projekt auch so eine regelmäßige Befragung alle 3 Monate. Gut. Wann ihr die letzte Befragung gemacht habt, aber jetzt haben wir natürlich Corona und wir haben eine Veränderung in der Schule und so weiter. Ich denke mal, die Datenerhebung an sich, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ein Problem ist momentan, wird wahrscheinlich trotzdem stattfinden, aber erwartest du da irgendwie jetzt ganz andere Ergebnisse oder erwartest du vielleicht so in manchen Dimensionen vielleicht ganz andere Ausschläge, als du sie vorher hattest oder auch nicht? Und wenn ja, warum? Das wäre so meine Frage. Ja, wir erwarten schon Veränderungen. Tatsächlich werden wir jetzt die nächste Erhebungswelle starten. Es handelt sich ja um eine Online-Befragung. Insofern ist es natürlich machbar. Es ist kein persönlicher Kontakt nötig irgendwie für die Erhebung jetzt. Was die zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte angeht, ist das natürlich nochmal eine andere Frage. Da ist es durchaus denkbar, dass wir da Auswirkungen spüren werden. Einfach, ja. Es muss sozusagen erstmal möglich sein, auch für die Lehrkräfte das auszufüllen. Andererseits erwarten wir aber natürlich gerade spannende Ergebnisse an der Stelle auch nochmal, weil wir natürlich, ja, also einfach durch die besondere Situation in den letzten Wochen ist ja die Frage durch Homeschooling mit Digitalisierung überhaupt nochmal ganz anders aufgekommen auch. Und ja, es wäre natürlich durchaus sehr spannend, hier jetzt Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Lehrkräfte da auch vorgegangen sind, vielleicht jetzt gerade in den letzten Monaten. Ja, ich würde natürlich schon auch erwarten, dass es jetzt, ja, dadurch, dass natürlich keine Netzwerktreffen oder Netzwerkveranstaltungen stattgefunden haben, es ein bisschen weggegangen ist vom Thema des persönlichen Austauschs. Das ist nämlich auch ein Ergebnis, das ich jetzt noch nicht gezeigt habe eben, aber das zeigt sich auch ganz überwiegend. Wir fragen nämlich ab, auf welche Art sozusagen die Kooperation stattgefunden hat. Und da zeigt sich einfach ganz überwiegend, dass das bisher halt einfach im Face-to-Face persönlichen Kontakt geschehen ist. Und das wird sich natürlich jetzt vermutlich sehr stark verändert haben. Und da stellt sich halt auch eben die Frage, ja, welche Informationsquellen da vielleicht jetzt auch neu hinzugekommen sind. Okay, ja, spannend, danke. Jetzt kommt hier nochmal eine Frage zu den Modellen. Und zwar, ich werde sie haben wir jetzt schon ein bisschen abgehakt, aber da sie nochmal gekommen ist, werde ich sie trotzdem nochmal stellen. Und zwar von DH, falls noch Zeit ist. Schulz, Sander 2001 haben bei Schulentwicklung offensichtlich 5 Dimensionen aufgeteilt. Diese bestehen aus Organisations-, Unterrichts-, Personal-, Kooperations- und Technikentwicklung. Warum haben Sie die Dimension der Kooperationsentwicklung nicht mit einbezogen? Magst du darauf nochmal antworten oder quälen wir dich dazu? Ja, genau, ja, also ich kenne das Modell, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass das immer wieder eine Frage ist, ob Kooperationsentwicklung nun Teil der Organisationsentwicklung ist oder nicht. Wir betrachten natürlich spezifisch Kooperation, ganz zentral, ja. Insofern haben wir das jetzt nicht extra nochmal aufgegriffen als eine Dimension, aber es ist natürlich Teil von Organisationsentwicklung beispielsweise, wenn die Frage ist, werden bestimmte Arbeitsgruppen eingerichtet, werden bestimmte Strukturen, wir fragen auch in mehreren Fragen ab im Fragebogen, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, ob sozusagen bestimmte Kooperationsstrukturen an der Schule etabliert werden, gibt es feste Zeiten, gibt es methodische Vorgehen, Gehensweisen dahingehend, wie ja, die Kooperation oder eben auch gerade dieser Transfer aus dem Schulnetzwerk sichergestellt wird eigentlich in die Einzelschule hinein. Also wir haben diese Frage sozusagen auf jeden Fall mit im Blick. Okay. Ja, dann genau, haben wir nochmal eine andere interessante Frage von Herrn Stegmann, der ja auch letzte Woche dabei war und der nochmal fragt, wie lösen Sie das Problem mit dem Datenschutz, das es da gibt, also dass man Informationen über Dritte erfasst und so weiter. Ist das Problem? Ja, das Problem ist auf jeden Fall gar nicht so wenig aufgekommen. Wir haben uns auch ganz intensiv natürlich damit auseinandergesetzt. Bei der Konzeption der Erhebung
Ja, letztlich gehen wir so vor, dass wir die Daten pseudonym letztlich erheben. Also es handelt sich ja um eine längsschnittliche Studie. Also insofern haben wir natürlich die Möglichkeit, sozusagen, man muss ja sozusagen also die teilnehmenden Lehrkräfte über die verschiedenen Erhebungswellen sozusagen begleiten können. Insofern speichern wir quasi unter einem Code alle Eingaben werden also sozusagen nur unter diesem Code erfasst und dann immer getrennt aufbewahrt. Und die Frage nach den dritten Personen, die ja insbesondere hier von der Netzwerkerhebung betroffen sind, ja, das lösen wir eben über die Eingabe von Pseudonymen. Es werden also keine klaren Namen irgendwo eingegeben, sondern nur Pseudonyme. Und die dann bei der Datenaufbereitung auch wieder entfernt. Insofern, also dass wir da nochmal eine doppelte Sicherheit dann haben, insofern, um hier quasi Habt ihr möglichst auf dem wenig Daten zu haben. Schirm, genau, habt ihr adressiert. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Genau, jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, genau, vielleicht nochmal so eine Frage jetzt zu dem Modell von Gresel, was ihr auch benutzt habt, dieser Austausch, Kooperation, Co-Konstruktion. Jetzt hast du zum Schluss ja gesagt, ja, es gibt jetzt eigentlich wenig bis keine Co-Konstruktion, ja, viel Austausch, Kooperation, aber bestätigt, dass es das eigentlich so das, was man so aus der Literatur bisher so festgestellt hat, ne? So ganz platt gesagt jetzt mal, vereinfache ich mal stark alle Ergebnisse, aber trotzdem bestätigt das so ein bisschen das. Was heißt denn das dann, oder was hat denn das dann für Implikationen für die Idee dieser Schulnetzwerke oder für die Wirkung der Schulnetzwerke, oder hat es gar keine? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Na, das können wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich beantworten. Na, wie gesagt, das sind jetzt drei Erhebungswellen gewesen. Also das muss man vielleicht in mehreren Aspekten beantworten. Ein Aspekt ist sicherlich die Frage, was ja gerade auch durch die längsschnittliche Erhebung interessant wird, entwickeln sich vielleicht diese intensiveren Kooperationsformen erst am langen Ende sozusagen. Na, also wenn die Personen sich auch besser kennen, länger miteinander kooperiert haben. Vielleicht zeigt sich ja da noch eine Verschiebung dann in der Richtung. Es zeigt sich jetzt allerdings auch nicht, dass gar keine Ko-Konstruktion beispielsweise bis jetzt stattgefunden hätte. Das haben wir natürlich schon gefunden, ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt gar nicht angegeben wurde, so sozusagen diese intensiveren Fragen. Es zeigt sich nur, dass eben schon weniger Personen das genannt haben. Was, wie gesagt, eben aber auch ein allgemeiner Befund ist und das ist wahrscheinlich erwartbar, dass es ja dadurch, dass es eben auch schon relativ gut untersucht ist und das meistens sich eben so zeigt, wäre es fast überraschend, wenn das jetzt sich völlig anders darstellen würde in den Schulnetzwerken. Und ja, man muss sich natürlich überlegen, also das wird sich dann einfach erst am Ende der Erhebung, glaube ich, auch zeigen können, was das jetzt wirklich vielleicht für die Schulnetzwerke heißt. Wie gesagt, vielleicht findet sich ja am Ende noch eine deutliche Intensivierung auf der Seite. Okay. Ja, da jetzt genau keine akuten Fragen hier noch auftauchen im Forum, wobei natürlich gerne immer noch wieder welche gestellt werden können, hätte ich jetzt vielleicht noch mal so eine ja, Abschluss und so Einschätzungsfrage. Also jetzt nicht evidenzbasiert, sondern einfach nur, was du so deine persönliche Einschätzung ist. Nach Corona, wenn das jetzt wieder sich ein bisschen abgeschwächt hat oder wie auch immer vorbei ist und nächstes Jahr wir wieder vielleicht ein einigermaßen normales Schuljahr haben. Hat diese Krise dann eher zu einer Stärkung der Idee von Schulnetzwerken für die Schulentwicklung beigetragen, oder ist es eher so, dass es dadurch einen Dämpfer bekommt? Was denkst du so einfach mal rein spekulativ jetzt, gar nicht? Ich würde hoffen, dass es einen Aufschwung dazu zu Schulnetzwerken gibt, weil also jetzt akut, vielleicht in der jetzigen akuten Krisenphase, ist es natürlich schwierig, die Idee von Netzwerken ja jetzt gerade akut anzustoßen. Wenn man schon länger zusammenarbeitet, kann man natürlich hier jetzt auf solche digitalen Methoden auch da zurückgreifen, klar, aber jetzt gerade natürlich neue Netzwerke zu finden, ist sicherlich schwieriger. Aber im Nachgang, da das Thema ja sicherlich nicht verschwinden wird, so hoffe ich doch sehr, würde ich hoffen, dass es eine Stärkung für Schulnetzwerkzusammenarbeit auch gibt. Interesse. Ja, super, genau. Dann glaube ich, wenn ich jetzt ins Forum gucke, sind
haben, glaube ich, alle ihre Fragen gestellt. Vielen Dank, dass du das so mitgemacht hast und dass wir so ein bisschen auch auf dieser Schulentwicklung und diesen Konzepten rumreiten durften. Aber ich glaube, das ist Na viel klar. um anscheinend und viele sind da auch offensichtlich tief in der Materie drin und da könnte man sicherlich nochmal irgendwie diskutieren. Ich werde das auch nochmal so im Hinterkopf behalten, vielleicht für zukünftige Sitzungen, dass wir das nochmal ein bisschen verstärkt diskutieren. Ja, bedanke mich ganz herzlich für die Zeit in dieser Pfingstwoche. Das hatte ich gar nicht so im Hintergrund, dieser kurzen Pfingstwoche. Ja, danke auch allen Teilnehmenden für die spannenden Fragen, für die Diskussion und ja, freue mich ganz doll, wenn Sie nächste Woche dann wieder sich bei uns einklinken und ja, wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und eine schöne Woche und sage bis bald. Ja. Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Fragen und die spannende Diskussion und für die Möglichkeit, hier vorstellen zu können. Ja. Ja, Wiedersehen. Okay. Tschüss.